Ja, hallo Richie. 1:1 gegen den FC Augsburg. Habt ihr euch sicherlich anders vorgestellt, oder? Ja, schade. Ich meine, wir haben uns im ersten Durchgang schon etwas schwer getan, sind im zweiten Durchgang besser reingekommen. Und ich denke mal, dass wir mit dem Sprung weiter jetzt in Köln reingehen werden und da auch die 3 Punkte holen werden. Ihr wart ja heiß auf die 3 Punkte, dann nach 8 Minuten das erste Gegentor. Wie bitter erwischt einen das? Ich meine, es gibt oft oder es passiert oft in Spielen, dass man halt früh zurückliegt, aber ich meine, trotzdem müssen wir da die Köpfe hochheben und weiter Gas geben. Ich meine, das mut uns noch mehr auf. Wir haben tolle Fans hinter uns und ich meine, das pusht uns auch wieder auf und von daher müssen wir uns sammeln und auch weiter Gas geben. Okay, kann losgehen. Hallo Matthias, 1:1 gegen den FC Augsburg. Habt ihr euch sicherlich anders vorgestellt, oder? Ja klar, wir wollten das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Wollten hier vor unseren tollen Zuschauern den ersten Dreier einfahren. Ja, leider muss man sagen, dass vom Spielverlauf her sehr, sehr dumm und blöd für uns gelaufen ist. Also wir hatten eigentlich eine ganz gute Anfangsphase, wo wir viele Ballkontakte und Gegner eigentlich gut im Griff hatten. Dann ja, mit dem dummen Gegentor, wo aus unserem Fehler entstanden ist, liegen wir eigentlich ja, blödestmöglich zurück, wie es eigentlich sein kann, weil Augsburg hat eigentlich nur hinten drin gestanden, wollten nur auf Konter spielen oder auf einen Fehler auf uns gewartet. Den Fehler haben wir natürlich dann leider gemacht. Aber durch die zweite Halbzeit, denke ich, können wir zufrieden sein, dass wir da nochmal alles nach vorne geworfen haben. Auch die kämpferische Leidenschaft 100% da war und glaube ich auch jeder gemerkt hat, dass wir das Ding noch umdrehen wollen. Ein paar Abstimmungsprobleme.